Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Avorion. Wir haben es endlich geschafft. Wir sind bei den, ich muss den Namen immer nachgucken, bei den Satfaelabs. Keine Ahnung, wie man auf so einen Namen kommt oder wie der Generator sowas überhaupt erzeugen kann. Egal, sind wir auf jeden Fall wieder auf dem Stand neutral. Das heißt, wir können wieder bei deren Weltraumfriedhöfen, von denen sie ja nur ein paar haben, wieder etwas mehr wegschaffen. Okay, Moment. Ich muss nämlich dahin. Ich habe nämlich den Auftrag bekommen, Viecher und ähnliches hier zum Verkauf zu bringen. Und zwar Lieferung von 44 Viechern. Wunderbar. Und allgemein haben wir ein paar Pilze. Brauchen wir nicht mehr. Wir haben hier noch welche. 214. Und immer hier, zack, hier für dich. 91. Das ist schon mehr was. Damit können wir doch gut leben. So, haben wir hier auch gedankselt. So wird auch unser Frachtraum leichter. Luxusessen haben wir leider nicht verkaufen können, aber Bohrgenerator, Säure, Kristall. Bohrgenerator, Säure, Kristall. Bohrer? Können wir hier verkaufen? Und als Anstation verkaufen. Jetzt sind wir zu Hause. Da kann man so einiges machen, so wie es ausschaut. Bohrgenerator, Solarzellenpanels. Säure leider auch nicht. Planinerstellung, Essensriegel. Haha, die Frage ist, wo kriegen wir Essensriegel her? Kristall. Und Kristall haben wir doch gehabt, oder? 160 Kristalle. Dann würde ich mal sagen, das können wir doch dann machen. Kristalle für plus 27, Glasherstellung wird gemacht. Was gut ist, der Ausrüstungsstock ist direkt nebendran, das heißt, da können wir auch einmal kurz hinfliegen mit Maximalgeschwindigkeit. Können wir doch auch glatt einmal schauen, ob die vielleicht das eine oder andere von uns haben. Denn immerhin sind wir im Xanion-Gebiet. Also können die für uns locker das eine oder andere Xanion springen lassen. So. Koordinaten zum Springen. Also eine halbe Million lasse ich mir nicht entgehen. Eine halbe Million, das ist immer fein. So, jetzt fliegen wir nochmal ein bisschen schneller dorthin. Weil man kann ja immer noch gegenbremsen. Das ist die Schöne hier in dem Spiel. Man kann so schnell fliegen, wie man möchte. Das sind ziemlich langsam. Also 1200 ein bisschen was. Ohne Boost. Na, und okay. Einmal kurz rumgedreht und gegengeboostet. Danach gehen wir zur Ausrüstungsstock und danach füllen wir wieder ein kleines bisschen. Kriegen wir Beton auf ein kleines bisschen. So, 3 Kilometer, 6 Kilometer. So nach und nach gegenbremsen, so ein bisschen. Nicht viel, aber so, dass wir halt so nach und nach ins Stocken kommen. So, okay. Habe ich mir doch fast gedacht, wir sind nämlich knapp drüber. Wir würden uns jetzt nur wieder entfernen. Andocken. Können wir mal gucken, ob wir das hier machen können. So. Ein bisschen gedreht ist niemals verkehrt. Und wir sind sogar auf der richtigen Seite. Die Stufen des Glücks. Es schaut immer noch so aus, als wären das riesige Weltraumstufen oder dergleichen. Eine interessante Bauweise, aber ja, nicht ganz das, was ich so favorisieren würde. Na komm, 3, 2, 1, meins. Ich weiß, du möchtest es auch. So, schauen wir doch mal. Schwarzes Brett. Keine Aufträge, macht nichts. Glas, nein, aber du kriegst unsere 160 Kristalle. Wunderbar. Operation funktioniert doch. Okay, dann müssten wir hier als nächstes hin. Leiterfabrik oder bei dir irgendwas? Schwarzes Brett? Nein. Leiter und verkaufen. Platin, Gold und weiß der Geier was? Na, nichts davon. Davon haben wir nichts. Jetzt schauen wir mal, was ist denn, wenn ich jetzt sage, hey, was hast du denn hier? Wir dürfen kein Geschäft machen. Güter verkaufen eventuell?
Oh, können wir verkaufen. Omega kaufen, das geht auch nicht. Ach, komm schon. Jetzt haben sich Antriebsaggregate. Okay, Moment. 20 Antriebsaggregate. Was habe ich denn bei mir im Raum drinnen? Nope. Da habe ich leider nichts drin. Okay, gut. Noch darf ich keine Waffen bei euch kaufen. Das ist natürlich nicht so schön, aber das kann man ändern. Das sowie vieles andere kann man ändern, indem man einfach in den nächsten Sektor springt und etwas Mietarbeit leistet. Die Station schaut aber auch cool aus. 1, 2, 3. Eis auf Automatik gestellt. Und wer ist der erste Gegner? Ein Klotz, so wie es ausschaut. Okay, gut. Klötzlein, Klötzlein an der Wand. Du bist aber ganz schön hässlich, Heidewitzka. Ich weiß, hat sich jetzt nicht ungefähr gereimt, aber was soll's. Sollte es in dem Fall auch nicht. Wir gehen ein bisschen tiefer und sagen, bam. Guten Tag. Ich gerade sagen, also, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und zerschossen haben wir ihn. Okay, ein bisschen gegenbrennen, einfach nur, damit wir in Fahrt bleiben. Also, das sind lauter kleine Sachen, okay? Omegons, das ist ja nichts. Das ist definitiv nichts. Da hinten blinkt irgendwas die ganze Zeit auf. Ein Sender. Interagieren. Aha, Operation Exodus-Sender. Okay, gut. Bin jetzt gar nicht mal so schlecht. Autsch. Ich merke gerade, ich wurde gerade ordentlich eingesalbt, sagen wir es mal so. Von wem? Oh, Hallöchen aber auch. Mein Freund, ich sehe, Sie lieben es mit Raketen, um sich zu schießen. Das ist natürlich etwas... Oh, das ist der nächste. 700 Omikron. Oh, meine Fresse. Okay, gut, ich habe mich gerade ein bisschen zu früh gefreut. Das ist böse, was die hier haben. Das ist definitiv böse, dankeschön. Okay, Moment. Du hier, komm mal her. Das können wir so nicht durchgehen lassen. Also wenn das deine Zielerfassungssysteme nicht durcheinander bringt, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht, was ist das? Meine Fresse, warum habt ihr so viele Raketen? Warum? Warum? Okay, also da... Man kann sagen, eigentlich brauchen wir nichts mitnehmen, aber die haben... Das sind zielsuchende Raketen. Die haben zielsuchende Raketenwerfer, die möchte ich haben. Die möchte ich aber sowas von haben. 500, 700, das sind verdammt starke Piraten. Warum hat mir das keiner gesagt? Okay, wo ist der nächste? Das ist was Episches, das ist was Episches. Und das nächste Ding kaputt machen. Hab ich's? Ich glaube, ich hab's. So. Schüsse nach oben. Der nächste, hier, du. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Junge. Ich kenne Raketillos und das sind Raketillos bis zum Umfallen. Raketillos bis zum bitteren Ende, so wie es ausschaut. Na, komm schon. Lass mich nicht betteln für deinen Tod. Dafür, dass es bloß Piraten sind, machen die ganz schön viel Schaden bei mir. Und überladen meine Systeme bis zum Umfallen. Autsch. Okay, du bist der Nächste. Her mit dir. Der meinen tödlichen Todesstreiter töten kann. Weiß, tolles Wortspiel. Habe ich mir gerade selber ausgedacht. Autsch. Könnt ihr auch mal bitte aufhören? Es wäre wunderbar. Mehrere feindliche... Nein, keine feindlichen Signale. Ich habe genug von feindlichen Signalen. Ich bin geheilt von feindlichen Signalen. Au. Also, ernsthaft? Hast du dich gerade in mich reingebohrt? Na komm. Er ist gerade in so einem Winkel, wo ich nicht abschießen kann. Jetzt komm, irgendwas. Ja, danke schön. Wo ist denn der? Noch, komm schon. Du, mein Freund, möchtest meinen Unterboden aufreißen, so wie es ausschaut? Nicht mit mir. Definitiv nicht mit mir. Autsch, 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 autsch,
meine... Autsch. Ja, gut, dankeschön. Asgaia, los. Asgaia, los. So. Eine kleine Gruppe Alienschiffe ist ausgetaucht. So, irgendwo warst du hier. Okay, dann tun wir die auch noch voll kaputt machen. Warum denn eigentlich nicht? Rüb, am entgegenbrennen. Oh, ihr habt gerade nichts zu tun. Das ist nicht so gut. Du hier. Das dürft ihr angreifen. Zack. Ihr habt auch nichts zu tun. Dann den da hier. Und einmal zack. Es habt aber was zu tun. Dankeschön. Du, mein Freund, gehst mal weg. Und hallo, Xostan. Ich habe auf euch gewartet. Ich habe ja eigentlich schon fast gehofft, dass ihr wiederkommen werdet. Einfach nur, damit ich nochmal in den Hintern treten kann. Ich frage mich eh, wie ihr es schafft, die ganze Zeit so viele Schiffe auf eure Seite zu ziehen. Ich meine, eigentlich müsst ihr jetzt schon mehr als tot sein. Außer natürlich, Xostans sind Computer. Androiden, irgendwie sowas, was sich ganz schnell nachproduzieren lässt. Dann könnte ich ja verstehen, warum sie so, ja, zu ehrgeizig und langlebig sind. Aber sonst, also würde das so quasi keinen Sinn ergeben. Dankeschön. Du kommst auch noch unter das Messer. Warum denn nicht? Spricht ja so mal nichts dagegen. Und ich glaube, die haben... Die Trinium-Dinger sind ziemlich schnell abgebaut. Mit ziemlich schnell meine ich auch ziemlich schnell. Na komm, schießen kaputt. Oh, Doppelrail. Das ist nicht geil. Doppelrail sieht cool aus. Doppelrail hat was. So, jetzt schauen wir nochmal. Den Sender hatten wir, glaube ich, schon. Yep. Operation Exodus-Teilnehmer. Yep. Und der habe ich ja schon mal gehört. Spielmenü. Piraten greifen das... Oh, Mann. Zum Glück bloß ein einziger, sonst würde ich mir jetzt Sorgen machen. Oder nein, sogar mehrere. Sogar mehrere. Wo sind denn meine Jäger? Die könnten nämlich einfach sagen, hey, Jägerschwadron Nummer 1, Angriff auf das hier. Jägerschwadron Nummer 2, Angriff auf das da hier. Und wir werden gucken, dass wir die irgendwie kaputt bekommen, bevor die Jäger kommen. Zack! Ich bin froh, dass es zumindest irgendwelche Piraten sind und nicht nochmal die Xostaner. Ein Jäger wurde zerstört. Nein, kein Jäger wurde von mir zerstört. Das lasse ich nicht zu. Okay, da haben wir das nächste Raketenboot. Ich will auch ein Raketenboot, glaube ich, haben. Das scheint nämlich irgendwie Spaß zu machen, so ein Raketenboot zu haben. Na komm, put. Dankeschön. Und du, mein Freund, knapp 400. Knapp 400 Omega, das ist viel, das ist ziemlich viel. Ich glaube, da muss ich dir eins auswischen. Kann nicht sein, dass du hier so viele Omikrons hast. Oh, das sind ein paar schöne Modülchen. Ich glaube, die können wir öfters bekommen. Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt wieder Geld abgezogen bekommen habe. Aber es wird schon irgendeinen Grund haben, so wie immer. So, wunderbar. Wie schaut's denn aus? Ihr braucht noch ein bisschen, so wie es ausschaut. Das heißt, ich kann mich jetzt in Ruhe einmal um meinen Bauch drehen. Einfach nur, damit ich auch was machen kann hier. Da ist schon die Flotte dabei zu haben. Mit der Flotte kann ich nicht so weit springen. Überhaupt nicht. Oh, halte ich ihn aber auch. Kann man denn... Also, wenn man eh schon... Autsch. Ja, jetzt habe ich es gerammt. Jetzt habe ich so quasi gerammt, die hier. Mitnehmen. Die hier mitnehmen. Und sobald das Ding da unten ab, können wir das Ding ja auch noch mitnehmen und wir sind safe von Anfang.
Na komm, macht's vor uns weg. Weil sprungbereit sind wir eigentlich schon wieder. Und mehr will ich auch gar nicht. Ihr habt das und ihr habt jenes. Schauen wir doch mal, wie schaut es jetzt aus? Spielermenü, die... Die Sofianer sind neutral. Minus noch neutral, nicht plus neutral, schade. Plus Neutralität wäre mir natürlich lieber, aber na gut. Man kann nicht alles haben. So, dann haben wir noch das Glück gehabt. Hier nochmal ein paar klitzekleine. Na komm. Zack. Ein bisschen was abzubekommen. So, ihr kommt so, ihr kommt rein. Und dann gucken wir mal. Da ist nämlich auch noch was für mich, so wie es ausschaut. Und zurückfliegen. Jetzt sollte man ja wieder so ein kleines bisschen was bekommen haben. Nicht viel, aber zumindest ein kleines bisschen was. Sprungquote wurde berechnet. Dankeschön. Xanion Abfrag. Unabhängiges Ziehen. Wunderschön. Das gefällt mir doch. Was für ein weiteres Abfragschifflein. Genau, Spielmenü, Missionen. Exodus. Wir haben ziemlich viele Koordinaten. Ein X-Wert von 113 komplett durchmachen. Und irgendeine Koordinate gibt es, glaube ich, die dann hier unten zusammenpasst. In der Theorie zumindest. Und irgendwann kommt X- und Y-Koordinate mal raus. Oh. Bloß die große Frage ist natürlich, wo und wann. So, und du könntest vielleicht auch mal hier langsam reinfliegen. Überhaupt nichts einzuwenden. Und einmal fangen. Ach, jetzt bist du da oben untergebracht. Okay, komm, komm mal her. Ich helfe dir. Komm mal her. Ach, ihr seid noch zu zweit unterwegs. Ja, gut, da kann ich viel helfen. Wenn ich in zwei verschiedene Richtungen mich lenken müsste in der Theorie. Sind wir drin? Können wir springen? Larry, komm, beeil dich mal hier, Junge. Ah, bist du das nochmal einmal komplett... Jo, also ganz ehrlich, du hättest auch den anderen Hangar verwenden können. Du weißt ganz genau, du wirst nachher eh wieder rausgehen. Und ob du jetzt 5 Minuten im linken oder im rechten bist, sollte dir eigentlich egal sein. Ja, na gut. Los Banditos. Oh, Hallöchen. Habe ich denn so viel Glück gerade, dass ich... Das ist noch mein Peißer da unten. Okay, Moment, Moment, wir müssen kurz darüber fliegen. Tut mir leid. Wir bekriegen dich gleich wieder, wir machen dich gleich kaputt. Aber da blinkt gerade so quasi ein Peißender auf, der meine volle Aufmerksamkeit verdient. Hallöchen aber auch. Exodus Access Y-170. Ich habe 2 Koordinaten. Ich habe 2 Koordinaten, die passen. Ich glaube, ich spinne. Moment, das muss ich kurz aufschreiben. Das ist ja der Wahnsinn. Wir haben hier X113 und Y = -170. Ja. Mal sagen, damit können wir was anfangen. Was bist du? Ihr seid Piraten. Ja, dann kommt noch mehr Piraten. Ich muss euch ganz schnell kaputt machen, denn Operation Exodus scheint mich hier gerade zu rufen. Ach, ihr seid wieder ihr seid wieder raketelos. Ihr schaut geil aus, muss ich es euch gestehen. Das Schiffsdesign, alles ist genial, aber... Ah, warum müsst ihr mich so überhaupt und alles abreißen? Ah, lasst zumindest eine Handvoll Waffen fallen, das ist schon Mappers. Wo ist denn mein Fadenkreuz? Ach, da. Huiuiui. Ja, das alles eingeschlagen. Ich glaube, jetzt wäre ich nicht mehr so ganz so glücklich gewesen. Hilferuf für Piraten. Ich bin gerade im Piratenkampf. Sag's aber keinem weiter, bitte. Wäre liebenswert von dir. Dankeschön, jetzt da. Der kleine Raketillo-Kreuzer hier. Der muss nämlich ganz, ganz dringend abgeschossen werden. Ja.
Na komm. Eine fette Salve auf ihn drauf und mach ihn kaputt. Kann ich angehen. Mit dieser lange Bauweise. Die macht das Ziel. Ungemein schwieriger. Uiuiuiui. Lass nicht mal Kreuzfeuer vom Feinsten hier. War der nächste? Du warst. Nee, du warst nicht der nächste. Du hier oben bist etwas. So, jetzt volle Kanne. Au. Bin ich gerade voll keine Breitseite reingegangen? Ich glaube ja. Und durch. Okay. Das ist heftiger Natur. Das ist mehr als heftiger Natur. Au. Wo war denn der andere? Ach, da hinten bist du unterwegs. Ja, kein Wunder, dass du hier so gute. Hui. Na komm, einmal draufziehen. Feuer. Nein. Bleib links. Ah, verdammt. Der 3 war zu viel des Guten. Ihr wisst gar nicht, wie Gott froh ich bin, dass ich Schilde habe. Weil das ist schon böse. Weil das ist ein apokalyptisches Maß an Bösartigkeit hier. Na komm, geh drauf. Dankeschön. Ich weiß, da ist der nächste gleich mehr für 5 Kilometer. Aber ich möchte mal in die Richtung kurz brennen. Ich muss doch gerade sagen, genau, gib mir ein bisschen was hier ab. Raketengeschütz, überhitzt. Wunderbar. Ich liebe es, Raketengeschütze zu haben, die auch überhitzen können. Warum denn nicht? Wenn ich so wüsste, ich glaube, die größeren waren das. Das wird nur auf jeden Fall die Gaskerne nochmal rausschicken, weil bevor wir jetzt Operation Exodus hier bekommen, möchte ich doch mal wissen, ob ich vielleicht noch ein paar Raketenwerfer oder sowas hier mir einsacken kann. Wir hatten erfolgreich liquidiert. Wunderschön. Alles geil los. Und raus mit euch. Sammelt was ein. So, jetzt schauen wir mal. Operation Exodus. Auf Karte anzeigen kann ich gerade gar nicht. Okay. Aber wir gucken mal. Wo müssen wir hin? X müsste ja nicht das hier sein. 113. Das ist minus 170. Das ist ja so quasi hier unten. Toss ist hier ums Eck rum. Jetzt ist ja der Wahnsinn, ist es. Du darfst hier was abbauen. Oh, du darfst. Wenn ihr schon möchtet, hier was abbauen. Du darfst. Hier was abbauen. Oh, das wird interessant werden. Das dürfte mehr als interessant werden. Sprunggute wurde berechnet. Na, danke auch. So. Was war als nächstes? Da haben wir nochmal einen Frack. Bin einfach jetzt nur hier im Dauerklicken. Bin mal gespannt. Ja, ihr macht gerade die größeren Sachen durch. Bin ich aber auch nicht verkehrt. Vielleicht findet man noch den ein oder anderen Raketenwerfer. Das wäre natürlich geil. Okay, Moment. Jetzt muss ich so ein bisschen dirigieren. Jetzt wird es nämlich langsam. Jetzt wird es lächerlich. So. Erstmal alles um mich herum machen. Du bist hier rüber. Zack. Dann haben wir hier noch was ein bisschen. Dann machst du das hier unten. Mir egal, wie rum ihr arbeitet. Hauptsache ihr arbeitet. Sagen wir es mal so. Hörgeld müsst ihr ein bisschen was tun. Das wäre schön, wenn sie auch alleine was machen würden, aber ich glaube, auf sowas darf ich nicht hoffen. Das hier und das hier abbauen. So, das nächste Fall kann man auch schön in Sichtweite. Hier rüber und ihr geht hier rüber. Ja, wenn sie automatisch was machen würden, das wäre ganz wunderbare Natur. Machen wir das noch und ich würde mal behaupten, dann sind wir eigentlich relativ gut beisammen. Da hinten haben wir noch ein bisschen Ressourcen, aber das war's auch schon. Jäger, Fraktal, Nanohülle. Nee, ich glaube, das können wir mal so lassen. Ja, scheiß drauf. Was ist das Wort? Scheiß drauf. Zack. Wir gehen zurück. Ich bin jetzt mal mehr als gespannt, was Projekt Exodus ist. Ja, nach hinten muss ich fliegen. Okay. Soweit ich weiß, müssen wir damit nämlich ein neues Artefakt bekommen.
Das wäre nicht schlecht, überhaupt nicht schlecht. Würde ich sogar für gut heißen. Muss egal, wie ein kleines bisschen trinken, Entschuldigung. Würde ich gar nicht mal für so schlecht empfinden. Die Frage ist nur, was wir da machen müssen. Müssen wir irgendwas abschießen oder sonst irgendwas? Das weiß ich natürlich nicht. Oder vielleicht haben wir jetzt eine Chance, dass die uns dann die Koordinaten geben fürs Richtige. Hallöchen. Okay, hier habe ich Angst. Mission aktualisiert, Operation Exodus. Möchte ich doch mal sehen. Das ist Nachricht entschlüsselt und fand es ein Sender, der dich an einen neuen Ort führt. Okay. Operation Exodus ist bei den Koordinaten x169 zu minus 209. Vielen lieben Dank. Schauen wir doch mal Schiffsweiterung. Auf Karte anzeigen lassen. Das ist da hinten. Ernsthaft? Muss ich zurück zu den Fröschen springen oder was? Wow. Okay. Damit habe ich jetzt eigentlich nicht gerechnet. Aber na gut, wenn wir zu den Fröschen springen müssen. Ich meine, wir können durch das Gebiet von denen hier eh durch. Die sind ja eigentlich lächerliche Natur. Aber es dauert ein bisschen. Was könnte man sonst noch machen? Ja, da hochspringen, da runter bringt auch nichts. Müssen wir hier springen. Dann gucken, dass wir hier irgendwie hinkommen. Dann können wir hier durchfliegen. Und danach können wir hier runter springen. Ja, meine guten Freunde, die Frösche. Und hier ist echt sonst nichts, außer dieser eine Nachrichtenklotz. Yep, definitiv, da ist nichts. So quasi überhaupt rein gar nichts. Das Problem ist, ich kann ja nicht mal irgendwie was abbauen hier drin. So quasi gar nichts. Eieiei. Na da, es ist nichts außer dieser Sender noch da. Okay, gut, was soll's. Springen wir ein kleines bisschen durch die Gegend und sind froh, dass wir es überhaupt gefunden haben. Hätte ich auch komplett anstrengen können. Dass er sagt, ach ja, Operation Exodus, warte mal, das war, glaube ich, irgendwie hier in dem Bereich. Und das ist natürlich mein Hauptziel. Der galaktische Kern 00. Aber ich glaube, wir brauchen diese Artefakte oder dergleichen, damit wir durchkommen, weil diese ganzen Raumzeitdinger, wie Verschiebungen, sollten eigentlich auch da weiter unten zu finden sein. Jetzt guck mal, haben wir vielleicht noch was dazu bekommen, was wir nutzen können? Doppellaser, Doppellaser, Doppel-Vierfach-Plasma-Laser, Kanonen, Beutelgeschütze. Eins Sachen dringend, bin ich nicht mehr auf dem neuesten Stand. Lauter Nano-Raketenwerfer. Das ist natürlich auch genial. So, es wäre jetzt auch zu schön gewesen, hätten wir hier auf jeden Fall irgendetwas gefunden. Aber wir kommen soweit. Ja. Das ist doch schon mal schön. Wir kommen zumindest soweit, um dorthin warpen zu können. Ein Handelsposten kontrolliert bei denen. Ja, ich weiß. Es wird ihnen überhaupt nicht gefallen. Überhaupt nicht, wenn ich ihnen jetzt ins Gesicht springen werde, aber damit müssen sie leben. Ich habe sogar hier noch ein bisschen was. Kann man nachher alles verkaufen. Etrienbank kann man auch später verkaufen. King-Geschützturm, Dreifachmaschinengewehr unabhängig. Oh mein Gott, das Xanium-Dinger. Also darauf bin ich mehr als gespannt. Apropos, wenn wir schon mal was haben, was haben wir denn Abfrag? Können wir vielleicht einen machen noch? Ist ja ein Abfrag. Haben wir hier einen? Zwei, drei, vier, fünf, yep. Sieben, acht, neun, zehn, elf. Wir können bestimmt zwei neue Abfragschiffe eigentlich machen. Beziehungsweise vielleicht haben wir hier oben noch etwas. Kopfgeldjäger. Ach stimmt, wir haben ein kleines Problem. Wenn wir uns dem Sektor nähern, habe ich mir leider den Ruf gemacht, dass es eventuell etwas wert sein kann, wenn man mich tötet. An das habe ich gar nicht mehr gedacht. Ja, ganz ehrlich, Konklave ist ein Kopfgeldjäger. Was erwartet ihr eigentlich? Soll ich jetzt mich einfach töten lassen oder was? Nein, 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 nein.
Nicht mit mir. Nicht mit mir. War ich gerade so schön am Rumgucken. Ich bedenke, dass ich jetzt noch zwei weitere Abfragschiffe bauen kann. Oh ja. Die werden mich zwar wieder Material kosten, aber wir werden wesentlich schneller wieder neues Material bekommen. Heißt, wir investieren in die Zukunft in dem Sinne. Genauso wie die definitiv in ihren Tod investiert haben, als sie sich gedacht haben, hey, man könnte doch mich bestimmt herausfordern zum Kampf. Ja, die Sache geht nach hinten los. Und zwar gewaltig nach hinten los. So, wo ist denn der andere? Da hinten haben wir noch einen. Hyperraumblocker, ach, du bist es. Du bist der Kollege, der mich gerade vom Springen abhält. Ja, nicht mehr lange, du. Nicht mehr lange. Das Gute ist, dass sie wirklich gerade mal höchstens auf dem Premium-Stand sind. Auf dem ziemlich leichten. Ihr seht, 345. Es ist... Ja, es ist nicht schwach, sagen wir es mal so. Aber stark sieht für Kopfgeier auch ziemlich anders aus. Dankeschön. Und was ist jetzt mit dir? Der Schwächste hat überlebt, so wie es ausschaut. Einmal durchgehen und... Mein Freund, du bist sowas von fertig mit der Welt. Ich überlege gerade mal kurz dann meine Asker rauszulassen, weil meine Schütte sollte ich glaube auch aufladen. So, um weinlich einen Sektor zurückzufliegen, ist nämlich ja etwas unschöner Natur, gerade wenn man zwei durchqueren muss. Weil ich weiß nämlich nicht, ob ich beim letzten Mal, als ich dort war, irgendwie Piraten gelassen habe. Falls da könnte es nämlich ziemlich böse für mich ausgehen. Okay, so, erst einmal sagen. Asker Nummer 1 los. Und hier Asker Nummer 2 los. Dann sollen die sich mal kurz hier amüsieren. Macht ja nichts. Und ich kann so lange noch kurz warten, bis meine Schilde wieder aufgeladen sind. Weil der nächste Sprung geht mitten ins Kreuzfeuer rein. Das kann ich euch jetzt schon garantieren. Wir betonen auch wirklich, das kann ich garantieren. Ja, ich glaube, so viel müssen die gar nicht abbauen. Und die zwei Jäger können sie. Die können sie noch kurz mitnehmen, das passt schon. Der andere da hinten, den lassen wir jetzt mal weg. Der war, boah. Wobei, Hyperraumblocker. Na, egal. Egal. Das geil, zurückpfeifen. Wir fliegen ein bisschen nach vorne, so mit Beton auf ein bisschen. Ihr habt noch ein bisschen zu tun. Und man sieht, hier sind ein paar weniger unterwegs. Aber man sieht es gerade nicht, wie ob was gestorben ist. Okay, macht nichts. Na komm, Zeug passt schon. Alles gut soweit. So lukrativ ist das Geschäft mit den ganzen gar nicht. So richtig überhaupt gar nicht. Geht ihr lieber zurück in euren Hangar und seid glücklich mit der Welt. Boah, da fällt mein, welches Spiel war es denn? Bin gerade überlegen. Ich habe letztens ein anderes cooles Spiel gesehen mit Mod und sowas. Ich glaube, Homeworld war es. Ich meine, ich habe schon gespielt, die Remastered noch nicht, aber ich glaube, für die Remastered gibt es, glaube ich, den Gundam-Mod oder dergleichen. Und wer schon länger dabei ist, wird wahrscheinlich mal gehört haben, dass ich ein Gundam-Fan bin. Riesige Kampfroboter, einfach nur geiles Zeug. Und ich glaube, das wäre so eine Idee, das mal zu zocken. Das neutrales Gebiet betreten, hä? Schaden ist hier deaktiviert. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Aber was soll ich verkaufen? Nicht ganz so, wie es ausschaut. Wir können aber was einkaufen. Gewürze. Fusionsgeneratoren. Oh yeah. Frage ist, ist es irgendwas wert? Wer weniger. Okay. Ja, ich weiß, das Ding, das gefällt es gerade keinem hier. In den Süden muss ich fliehen. In den Süden muss ich fliehen. Wo ist denn der Süden? Okay, jetzt reicht's. Ich wollte hier eigentlich nur durchfliegen, Jungs. Ich wollte hier eigentlich nur durchfliegen. Wo ist denn das Südtor? Bin ich denn gerade mit Schugge im Kopf? Ihr dürft mich gerne angreifen. Ich muss doch hier irgendwie in den Süden kommen. Schau mal.
Sprungtor in die Richtung. Ach, da haben wir es doch. Da haben wir doch das Ganze. Hier, Kreuzer, weg mit dir. Zack. Ihr könnt mich mal. Haha, so schaut es nämlich aus. Ja, da durchzufegen ist zwar scheiße teuer, aber es bleibt nichts anderes übrig. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Wir könnten sogar das Tor jetzt zerstören. Das wäre natürlich auch eine Option. Ja. Nicht mal. Schade, es wäre zu schön gewesen, wahr zu sein. Ja, ich weiß, ein paar tausend Torgebühren. Und die Rakete noch hinterher geschossen. Ihr seid mutig, Jungs, ihr seid mutig. Ich würde sagen, Südwest. Ja, das ist das, wo ich entlang möchte. Aber nicht, bevor ich nicht noch vielleicht gesagt hätte. Wir schießen hier ein bisschen was ab. Warum eigentlich nicht? Also wenn mein Geschütz irgendwas hier abschießen möchte, sage ich nicht nein dazu. Lalalalala, Raketen sind so wunderbar. Falleri und Fallera. Und ihr könnt mich kreuzweise am Arsch lecken. So, ich bin weg vom Fenster. Mir irgendwas kaufen oder verkaufen. Schusswesten, Solaranlagen. An Stahlgerüst verkaufen. Ach stimmt, das waren ja, das waren meine schönen Sektoren. Hier war das Leben noch einfacher. So, ich muss mal gucken, wo muss ich denn da hinfahren? Und zwar hier rüber muss ich, das heißt. Ich sollte vielleicht dort rüber noch gehen? Nie Osten. Osten, Osten, Südosten. Zu dir fliegen wir jetzt hin. Du hast so nichts da, was ich brauchen könnte. Nein. Immerhin ist unser Ziel in dieser Folge Operation Exodus. Dass wir die noch abhandeln. Bevor ich sage, hey, wir können wieder nach oben fliegen. Wir können wieder glücklich sein mit der Welt. Torgebühr bezahlt, die Bezeichnung lieben gerne. Solange es bei guten Freunden ist. Sagen wir es mal so. Okay, und jetzt muss ich den... Unbedingt, ich bin jetzt hier. Können noch ein Feld weiterfliegen, können sogar noch näher hinfliegen, aber ich glaube... Wobei, wäre gar nicht mal so schlecht. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Oh, ich merke gerade. Ich glaube, ich muss leicht Chaps hier reinfliegen. Yep, so ein bisschen Chaps zumindest. Aber kann jetzt durchstarten. Na komm, volle Kanne voraus. Wenn ich mir einen Jump verkneifen kann, dann werde ich das auch tun. Ich meine, der 1000 ist ja nichts in dem Fall. Je nachdem, was wir handeln, ist es 1% unseres Gesamtgewinns. Ist sogar noch weniger. Ah, wir sind hier wieder im Abwrackbereich. Okay. Und da wollen wir natürlich nicht hin. Wir wollen Edelstein, Kupfer, Ressourcendepot. Ja, wir wollen da einspringen. Ah, ich glaube, das könnte der richtige Weg sein. Muss ich kurz einen kleinen Schluck aufmachen, Entschuldigung. Die Zeigenstation. Ich glaube, ihr wart noch alle auf Trinium, da wir sowieso ausschaut. Yep. Definitiv noch kein Xanion, nur Trinium. So, wunderbar, das wollte ich auch noch sehen. Ob ich hier irgendwas noch reisen kann. Aber die Weltraumstation ist cool. Die hat was. Asteroiden. Bergbaustation, okay. Und ich kann... Was ist hell, warum? Ich kann hier nicht direkt hinspringen, was soll denn der Spaß sein? Okay, dann fliegen wir zu dieser unbekannten Energiesignatur hin. Sobald wir es können. Und in der Zwischenzeit... Bergbauschiff, okay. Können wir doch bestimmt... Etwas handeln hier. Na komm. Ressourcendepot. Material handeln. Ihr habt nichts. Ihr habt nichts von Interesse für mich. Station kaufen. Kann ich nur Kupfer kaufen? Ernsthaft? Ihr habt so viele Sachen hier. Wieder handeln. Da, ich kann doch wesentlich mehr kaufen. Ich glaube langsam, dass das Ding hier etwas... Ein kleines bisschen spinnt, mein Modulchen. Okay, Moment, das haben wir gleich. Einmal ausbauen. Einmal einbauen.
Nope. Scheint immer noch etwas am Batsche zu haben. Weiß nicht, wer das kommt. Aber was soll's. In dem Punkt sage ich einfach nur, was soll es. Abfragen wir hier natürlich nicht so gut. Und irgendwas abbauen ist auch nicht gerade das Schönste auf der Welt. Ich wüsste nicht mal, was ich gerade hier abbauen sollte, weil ich sehe auch nichts. Ich sehe hier... Ah, hier doch sehe ich was. Da sehe ich doch was. Astrominer, los! Schön, dass er auf der linken Seite ist. Das macht mir das Leben doch um einiges einfacher. Und ich werde sogar gucken, dass ich noch ein bisschen entgegenkomme. Dass ihr nicht so weit zurückfliegen müsst. Solle. Passt. Dann einmal wieder umdrehen. Und bereit machen für den Sprung. Ich würde mal sagen, so lange braucht ihr auch nicht, um das Ding hier niederzureißen, oder? Du liegst irgendwie brach in der Gegend rum, mein Freund. Du schaust mir so eingeengt aus. Gibt es Interessantes? Immer besser, sie verwenden genetische Algorithmen, um neue hochqualitative Objekte zu erforschen. Uninteressant. Zack, komm wieder zurück. Ihr wart zu langsam, tut mir leid. Ihr müsst mir erstattet leben, dass ihr diesen Brocken nicht auseinandernehmen konntet, weil ihr zu langsam wart. Oder das Schiff hat zu schnell aufgeladen, je nachdem, wie man sehen möchte. So, ich drehe mich extra noch so hin, dass ihr auf jeden Fall direkt reinfliegen könnt. Und schauen wir weiter. Ich möchte zu Projekt Exodus. Alles andere werde ich nicht akzeptieren. Billy. Billy und Kompan, warum auf die andere Seite? Warum ist ja doch alle vom linken Hangar gekommen? Warum müsst ihr jetzt durch den rechten wieder durchfliegen? Oh Mann, Alter. Immer diese Extrawürste. Kann ich nicht verstehen. Na, komm. Es wird geladen, bitte warten. Ja, ich habe die Leertaste gedrückt. Dankeschön. Oh, Hallöchen. Die Lubrikas. Euch kenne ich. Ach, ihr seid das. Moment. Der Start von denen hier. Dann haben wir die Lubrikas. Aha, es gibt also noch einen Start, der hier zwischendrin liegt. Ach, das gehört dazu. Aha, okay. Ich habe verstanden. Aber von euch möchte ich gerade gar nichts. Eigentlich rein überhaupt gar nichts. Deswegen werden wir es jetzt mal schön zurückziehen. Ist sogar ein Sprungtor noch. Wobei, wir könnten eigentlich... Ach komm, scheiß drauf. Wir haben gerade eh nichts zu tun. Also können wir auch direkt mal sagen, wir möchten mal gucken. Wir haben gute Beziehungen. Wir kennen sie zwar noch nicht, aber wir haben gute Beziehungen. Das ist ja schon gar nicht mal so schlecht. Ja, so ein bisschen in die Richtung geflogen. Und hier direkt rein. Schön, dass die zwei Toaster nebeneinander sind. Als wäre das so geplant. In eine Nicht-Angriffszone. Schaden ist hier deaktiviert. Och, das ist doch schön. Das freut mich doch zu hören. So, Handelsposten, jetzt da. Dankeschön. Anstatt zum Verkaufen. 300. Moment, ich habe doch Säure, oder? Wird mein Traum wahr? Ja, ich habe jede Menge Säure sogar. Denn Säure ist doch so wunderbar. Hier gibt es verdammt viel zum Verkaufen. Okay. Säure. Klebstoff, Elektrobildschirm, egal. Und zwar habe ich wie viel von den Dingern? Zack, ich habe über 1000. 1600 an Säure. 1600. Das könnte er fassen. Plus 11%. Plus 0%, plus 11%. 1000. Yep, ich glaube, an dich verkaufen sie einfach. Sir, Sie haben soeben den Zuschlag erhalten. Die Lubrika, die... Ja, keine Ahnung, wer es eher so wieder seid, aber
Der Sektor hier ist gut besucht. Das gefällt mir. Das gefällt mir sogar richtig gut. So kurz bevor mir jetzt sagt, oh, Projekt Exodus da hinten. Wovon ich immer noch keinen blassesten Schimmer habe, was das überhaupt sein könnte. Aber na gut, was soll's. Oh, Hilfe. So, wesentlich besser. Schau mal, wenn wir die 1000 Säure wegbekommen, bin ich ja schon mal ziemlich glücklich eigentlich mit der Welt. Wenn man denkt, wie lange ich schon mit der Säure durch die Gegend rausche. Ja, das ist schon eine gute Weile so. Muss ich sehen, eine gute Weile. Ein bisschen zu arg eine gute Weile, weil die Säure, die kriege ich ja nicht für viel Geld weg eigentlich, oder? War das viel? Sehen wir gleich. Sehen wir gleich, was ich die Säure hier verkaufen kann. So, dankeschön. Schwarzes Brett. Was mit Zellieferungen an Waffen? Habe ich leider nichts davon. Güter. Anstatt zum Verkaufen, die Säure für 400. Lasermodulatoren. Die behalte ich mal. Anstatt zum Kaufen. Raketenbildschirm mit Zielerfassungssysteme. Waffen sogar. Ich kann hier sogar Waffen kaufen. Für 1100. Moment. Handelsübersicht. Anstatt zum Kaufen. Waffeln. Jede Menge Waffeln. Irgendwas mit einer großen Minuszahl davor. Kleidung, Chemikalien. Naja, brauchen wir jetzt nicht. Bringt mir nicht viel. Bringt mir auch nicht viel. Kupfer bringt mir nicht viel. Fusionskerne. Nein. Glas. Waffen plus 3%. Ja, also nicht so hoch. Energieleistungslinse gibt es gerade gar. Hochleistungslinse. Ah, da gibt es sogar ein bisschen was davon. Okay. Militär-Tesla-Spulen. Bergbauroboter plus 16. Drogen sogar. Also hier ist irgendwie. Hier ist Freiwild angesagt, so wie es ausschaut. Aber okay, wir wollen ja zuerst Projekt Exodus machen und dann danach können wir jetzt wieder hier rüberfliegen und uns danach etwas anderes überlegen. Deswegen. Oh, wir machen uns bereit. Systeme sind bereit. Projekt Exodus, wir kommen. Ich habe mehrere Wachs und einen Sender. Ich schalte meine Systeme so eben online. Weil irgendwie. Du hast die Nachricht entschlüsselt und findest den Sektor. Den Ort mit dem Sektor. Okay. Ich habe hier ziemlich viele Wracks. Piep, 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 piep. Sender interagieren. Oh, war jetzt ein Exodus. Oh, komm schon. Neue Koordinaten oder was? So, das war dann. X ist 224, Y ist minus 229. Okay, aber warum? Warum diese Heimlichtuerei die ganze Zeit über? Weißen Titan, also. Kann man das Schiff übernehmen vielleicht sogar? Wäre das eine Möglichkeit? Wir haben hier eine Handvoll Wracks auf jeden Fall. Nicht nur ein paar, sondern wirklich eine Handvoll Wracks. Hast du auch eine Bezeichnung? Wahrscheinlich eher weniger. Wollen wir irgendwie interagieren oder sonst irgendwas machen? Können wir auch nicht. Okay, gut. Es scheint so zu sein, als würde uns Operation Exodus an den Rand des Wahnsinns treiben. Ach, komm schon. Ernsthaft? Okay, das wird eine Rallye werden. Eine gewaltige Rallye. Eisen und Titan, 60.000. 1 zu 3, 200.000 sogar. Jetzt schauen wir, was ist denn, wenn man die Asker hier rauslässt? Die müsste das Ding eigentlich innerhalb von ein paar Millisekunden zerlegen können. So ungefähr zumindest, würde ich jetzt mal behaupten. Wenn ich dann natürlich auch noch ein bisschen mithelfe, dann natürlich wird es noch besser laufen. Weil ich meine, es sind Materialien, die kann man alle verkaufen. Irgendwie zumindest, aber okay. Wisst ihr was, das müsst ihr nicht sehen. Wir machen hier an der Stelle einen Cut hin. Und ich werde uns einfach schauen, wie wir am besten hier durchkommen. In der Theorie müssen wir dorthin, das heißt... Wir könnten jetzt sagen, Sprung, zack, zack.
hier rüber. Oder wir sagen gleich, wir springen dort rüber hin. Sind wir gerade noch so ein bisschen unten zu 1. Ich weiß nicht, wie ich das am besten machen könnte. Da sind die Jäger natürlich draußen. Aber ich werde was einfallen lassen. Vielleicht machen wir es auch so. Ich springe einfach jeden Exodus-Punkt an. So lange, bis ich irgendwo etwas finde. Aber bis der Zeitpunkt da ist, weil ich glaube, der wird uns sonst wo hinschicken. Ja, vielleicht wird es auch wirklich sein, von einem zum anderen. Wir sind mittendrin eingestiegen, ich weiß es gar nicht. Okay, philosophieren können wir darüber ewig in der Tage. Aber wie es weitergeht, das erfahrt ihr auf jeden Fall in der nächsten Aufnahmerunde. Bis dato aber hoffe ich, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen und es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei sein könntet. Dato macht es gut, hören wie immer. Tschüss. So, und du, Dingele, wirst ja mehr als abgebaut.